So, Leute, noch einmal an diejenigen, die die Teilnahmebedingungen nicht ganz verstanden haben. Ich erkläre es nochmal an diejenigen, die entweder nicht lesen können. Gibt ja auch Menschen, die nicht lesen können. Oder einfach keine Lust haben, es durchzulesen, die lieber in der Story hören, um was es geht. Also bei meinem Gewinnspiel, um dran teilzunehmen. Es ist ganz einfach. Ihr müsst Palm Suits folgen und mir. Und wenn ihr uns beiden folgt, dann wäre es cool, wenn ihr solltet einen Kommentar hinterlassen. Das wäre nicht cool, sondern das gehört zur Teilnahmebedingung. Einen Kommentar mit 2 bis 3 Leuten markieren. 2 oder 3 könnt ihr aussuchen. Ihr könnt auch ganz viele Freunde markieren. Das ist komplett egal. Jeder Teilnehmer, jeder Account zählt nur einmal. Damit es für jeden eine faire Chance gibt, habe ich mir so überlegt. Und dann natürlich noch eine Story machen mit meinem Namen. Also mich in eurer Story erwähnen. Entweder den Beitrag teilen oder einfach sagen, hey, Mystery Woman K hat ein Gewinnspiel. Und das war's. Mehr müsst ihr nicht tun, nur viele Kommentare nützen nicht viel, weil ich möchte, dass jeder die gleiche Chance hat zu gewinnen mit einem Kommentar. So, das war's jetzt zum Gewinnspiel. Vielleicht sage ich nochmal gegen Ende oder morgen noch ein letztes Mal die Teilnahmebedingungen, beziehungsweise ich habe es jetzt gemacht. Also ich schaue mal, wie viele die Story sehen. Wenn es nicht so viele sehen, mache ich es vielleicht nochmal extra im Laufe der Woche, damit ihr einfach Bescheid wisst. Nicht, dass ihr denkt, oh mein Gott, viele Kommentare gewinnen. Nein, ein Kommentar reicht vollkommen, nur ein Accountname zählt und ich nehme die Doppelfunktion raus, also beziehungsweise ich setze sie ein, dass der Zufallsgenerator die Doppelten rausnimmt. Oh Gott, ist das kompliziert zu erklären. Ihr Lieben, ich wollte euch noch sagen, heute ist überhaupt nicht mein Tag. Vorhin habe ich gekocht, mir ist die Hälfte von den Schalotten auf den Boden gefallen, also von den Zwiebeln quasi, Schalotten. Dann musste ich erstmal den Boden putzen, dann ist mir die Mayonnaise auf den Boden gefallen, dann ist mir was anderes auf den Boden gefallen. Also ständig irgendwas, dann Google macht echt Panik, ne? Also ich habe mir Google angeschaut. Ich habe geschaut, so glasigen Fisch darf man denn essen, weil es stand eigentlich, bis der Fisch darf nicht mehr glasig sein. Dann habe ich ihn schon zur Hälfte gegessen oder noch mehr und denk so, scheiße. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe mir selber Panik gemacht, weil ich dann bei Google gelesen habe. Also erst einmal habe ich den Fisch halt schon so gegessen und dann lese ich nochmal bei HelloFresh, da steht, bis der Fisch innen nicht mehr glasig ist. Ich habe ihn aber gegessen, da war noch glasig. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, und habe dann gegoogelt und dann stand was Ekliges von Viren und Bakterien und keine Ahnung. Und habe ich nur so gedacht, scheiße, muss ich jetzt mich übergeben gehen. Aber ich habe ja nicht das Bedürfnis danach gehabt und habe gedacht, nee, ich mache jetzt keine Panik, beziehungsweise ich schreibe meiner besten Freundin, die hat geschrieben, ist nicht schlimm. Jetzt hat sie mich wieder beruhigt. Ich weiß ja eigentlich, dass der Fisch 12 bis 14 Minuten rein muss. 12 Minuten war drin und die 2 Minuten, auf die kommt es auch nicht mehr drauf an. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen was weggeschmissen. Total unnötig. Also ganz, ganz wenig habe ich noch übrig gehabt auf dem Teller. Und den Rest, was ich noch da habe, werde ich dann morgen essen, weil so viel möchte ich auch nicht mehr essen. Und habe ich aber noch 5 Minuten sicherheitshalber in den Ofen ein bisschen länger dann reingemacht. Erneut. Aber ja, gut, ihr Lieben. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao. Ja, letztendlich werde ich, glaube ich, eh machen, was ich denke. Aber da ich mich nicht entscheiden kann, Strähnchen, Balayage, Dunkel oder andere Farbe, wäre es gut, wenn ihr mir helft. Ich hatte auch mal Aubergine, so lila, aber das ist schon ewig her. Und ich weiß nicht, ob ich das mal wieder machen soll. Keine Ahnung.